Hallo, hier ist der Christoph von Schnauers58 und ich habe hier wieder ein Victorinox in einer roten Schachtel. Das habe ich heute gesehen bei meinem Messerhändler und da habe ich gedacht, da musst du jetzt doch mal reingucken. Und da ist drin ein Welter. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine neue Schachtel oder schon eine ältere Schachtel ist. Das Messer ist auf jeden Fall brachneu. Es hat eine Klinge, ein Universalwerkzeug, Dosenöffner, Kapselheber, Schraubendreher, Drahtabisolierer und hier auf dieser Seite ein Korkenzieher und halt die üblichen Verdächtigen. Eine Pinzette und ein Zahnstocher. Ein schönes, kleines, leichtes Teil. Und von euch möchte ich jetzt mal wissen, ob ihr diese Schachteln hier kennt. Auch die Beschreibung, die dabei ist, ist nicht in weiß, blau, rot, sondern in grün gehalten. Scheint entweder ganz neu oder eine ältere Schachtel zu sein. Jo, das wollte ich euch mal zeigen. Eine rote Schachtel von Victorinox habe ich zum ersten Mal gesehen, habe ich mir gleich mitgenommen für ein paar Euro. Schönes Messer, wunderbar. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Mir geht es eigentlich weniger um das Messer als um die Schachtel. Ich bin leicht erkältet. Was heißt leicht erkältet? Ich liege schon 3 Tage flach. Ja, wenn jemand was weiß über diese rote Schachtel und grünen Beilagzetteln, könnt ihr mal ja was drunter schreiben. Hab immer gerne, wenn ein Kommentar drunter steht. Freut mich immer wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.